Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Quest for Glory 2. Beim letzten Mal ist nichts Besonderes vorgefallen. Wir haben den Luftelementar eingefangen und das hat auch ohne größere Probleme geklappt. Wir haben, ich nehme an, Willy Blobstone mit der Element. Really Blob ist da mit der Elemental-Zeit. Okay, da ist da also drin. Okay. Gut. Und jetzt wollen wir mal ein paar Sachen erledigen. Also, ich habe mir auf meiner To-Do-List, also der Derwisch hat irgendwie eine Quest für uns. Wurde uns mitgeteilt. Den will ich eh noch mal nach diesem komischen Gewächs da im Dschungel. Im Dschungel, ja. In der Wüste, fast knapp daneben, in der Wüste fragen. Und da will ich auch mal die Kollegin, wie heißt sie? Aziza, die Expertin für eh alles, mal nachfragen. Und ich würde sagen, was haben wir denn? Wir haben jetzt, ja, dann machen wir das. Machen wir das erstmal. Und dann haben wir auch noch da wollen wir auch noch hin. Den Tail, ne? Scorpions Tail. Welcome back, you see. So, war das Ganze normal. Es ist offensichtlich lustig, dass die das immer nicht beim ersten Mal merken. Aber es ist almost out of 1000 Cubits. Now I can make some more. Here's your 20 Dinars. Okay. You take the money and put it away. Okay. Aber keine Punkte für gekriegt, oder? Na gut. Aber Geld. Das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, so vorerst haben wir ja mal keine Geldsorgen. Dann füllen wir hier noch unseren. Hat der Kollege da eine Sonnenbrille aufgehabt? Ist ja egal. Phil Waterskins. Und dann gucken wir jetzt zu der Kollegin. Mal gucken, ob die sich damit auskennt. Knock. Ups. So, und in diesem Fall müssen wir da hingehen und uns hinsetzen, was wir jetzt aber automatisch machen. Sehr gut. Okay. Ich will eigentlich nur eine kurze Frage, aber okay, du willst offensichtlich Tee trinken, ich merke schon. Okay. Ask about tree. That is indeed a sad tale. Oh, okay. Hatte jetzt nicht erwartet. Let me show you what we've learned. Tale of time long ago when women wore veils and were but wives and chattel to men. Ja, das ist lange ist her, nicht wahr? There was a woman, a beautiful woman, a loving woman, who wished with her very soul to become a healer and thus aid others. Okay. Her father tried to dissuade her, saying that this was no task for a woman of her gentleness and sensitivity. She would go about her duties quietly, but each evening she would tell him again that she wished to become a healer. Lass mich raten, sie hatte einen Haushaltsunfall. Ein Messer in den Rücken gefallen ist, oder so. Schau mal. At last her father gave in, and she was trained in the art of healing. Despite the jeers and condescension of the male students and teachers, she became a healer and removed her veil forever. Okay. Interessant, wie sie in Fantasy-Welten die Religionen ähnlich entwickeln. Als hier. Okay. She soon discovered that life was not easy for a woman healer. Many men distrusted her skills and refused to call upon her. Some men called upon her only to try to take advantage of her beauty. Okay.
Auch Gesellschaften scheinen sich ähnlich zu entwickeln. One day a man came to her and told the tale of his brother dying in the desert. Okay. She did not quite trust his manner of looking at her, but she could not refuse aid to one who might need it. She followed him out of the city and into the desert. She was led to an encampment of ragged tents. Okay. Offensichtlich haben wir hier die wichtige Frage gestellt, weil das ist eine ganze Menge Text für... She soon learned to her sorrow that the tale of the brother was but a lie. These were brigands and what they did with her I shall not say. Okay. She tried to escape them the next day and ran to the mountains to hide. They were swift to follow. They had nearly recaptured her when she called aloud for help. A genie heard her cry and transformed her into a tree. Danke, Genie. Das hat ja richtig... You could be the one to give her back her soul and free her heart from wood. Okay. You will try this hero, will you not? Ja, ja, will ich. There are three things. Give her to save us all a gift of kindness. Gift of magic and the gift of love. Magic, love. Gift of kindness is simple. It is only what you would give to someone who has been in the desert far too long. Okay, water, würde ich mal sagen. You must then tell her about yourself. Remind her what it is to be human. Your words are as important as the gift, for they give meaning to the act. Tell about yourself. The gift of magic is the gift of sacrifice. The gift must be something you gain through hardship and from aiding others. It must also be something from which a plant can gain strength. I know you can achieve the gift of kindness, but you do not yet have a suitable gift of sacrifice. Perhaps you will be able to do this another time. Ah, ich hab, plant can grow from earth. Das ist bestimmt das Earth Elemental, das wir brauchen. Das gibt uns bestimmt super Erde. Und Sacrifice, ja, wir werden ja eine ganze Menge sacrificen müssen, um das zu machen. So, das muss ich jetzt nochmal fragen, weil ich nicht alles aufgeschrieben habe. Love hat sie mir noch gar nicht gesagt, ne? Also kann ich das... So, okay. Also, warte, und dann... Tell what it is to be human plus act. No. So da 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 bla bla. So. Das ist echt Gift of Magic and Gift of Love. Echt doof, dass man das nicht anhalten kann. Okay. So. The gift of kindness, it is only what you would give to someone who has been in a desert far too long. Okay, da würde ich sagen Wasser. Das ist gift of kindness. You must then tell her about yourself. Das können wir machen. Remind her what it is to be human. Your words are as important as the gift. They give meaning to the act. Also müssen dann irgendwas Nettes sagen. Und was... Tell about ourselves. Which a plant can gain strength. Obwohl, das könnte auch Wasser sein. Okay, zu Gift of Love sagst du gar nichts. Okay, naja, gut, dann müssen wir es vielleicht küssen oder so. Obwohl, ne, in dem ist es wahrscheinlich keine gute Idee, das einfach so ungefragt zu machen. Ganz allgemeiner Hinweis mal.
Aber das wird uns die Kollegin hier sicherlich noch sagen. So, das hat jetzt aber so viel nicht geholfen. Okay, ask about... Earth. Okay, ask about... Was hast du gesagt? Plant can grow. Jetzt sitzt mir wieder das da. Nein, okay. Ja, das haben wir jetzt... Ja, das haben wir jetzt gehört. Okay. Das hat Punkt. Irgendwas haben wir, für irgendwas haben wir Punkte gekriegt. Wahrscheinlich für das Fragen danach. Okay. Oder für den Beginn dieser Quest wird es ja sein. Okay. Ich meine, es gibt irgendwie Steuerung T, das ist irgendwie Tell About. Also könnten wir Tell About ourselves. Oder Tell About yourself. Oder was auch immer. Oder Tell About Wertner oder so. Das könnte man in jedem Fall machen. Your words of partners are gifted. Okay, da werden wir, denke ich, rumprobieren müssen. Sacrifice. Okay, gut. Farewell. Oder will ich noch irgendwas wissen? Ich glaube nicht. Aber wir könnten nochmal nach dem Dervish fragen. Ask about Dervish. Very odd. Many times I think he's just a fool. But okay, das wissen wir schon. Das habe ich dich schon mal gefragt. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, okay. Dann geht's jetzt mal. In die Wüste? Zum Derwisch? Hilft ja nichts, ne? Ich meine, wir könnten hier nochmal vorbei. Obwohl, das wird heute. Wir haben ja heute das Elemental besiegt. Das wird heute ja noch keiner. Wir werden ja wahrscheinlich. Obwohl, das haben wir nicht. Wo haben wir denn. Hier haben wir. Wo haben wir denn beim letzten Mal die Belohnung gekriegt? Hier, ne? Oder. Weiß ich gar nicht mehr. Haben wir überhaupt eine Belohnung gekriegt? Ich habe so im Kopf, dass ich mit irgendwem. Dass irgendwas. Mit dem ich mit irgendwem geredet habe und nachdem das Air Elemental weg war. Quatsch, nicht Air Elemental. Fire Elemental und da irgendwas passiert ist. Aber gut, egal. Midday, okay. Dann würde ich sagen, speichern wir mal. Da können wir vielleicht nochmal zu dem Dervish gucken. So, es waren 5 Süd, 3 Ost. Glaube ich, ups. Und ich rechne jetzt einfach mal, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das hier mitrechnen muss. Sagen wir mal, das ist 0, dann ist das hier 1, wo wir jetzt hinkommen. 1. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So, jetzt hat sich ja wieder alles umgedreht. Ne? Jetzt müssen wir wieder mitdenken. Das heißt, wenn wir jetzt nach links gehen, gehen wir nach Osten. Und weiter nach Osten. Und nochmal nach Osten. Das ist richtig. Man who eat cookies in bed, wake up with crumbs. Okay.
Okay, ich meine, die Animation ist nett. So, jetzt Ask About. Du wolltest irgendwas von mir? A dervish sits from sun to sun, but the hero's work is never done. Das darf doch nicht wahr sein. Ich sollte doch irgendwas für dich machen. Was zur Hölle sollte ich für dich machen? Das hat uns der Kollege Keepon gesagt. Okay. Ich glaube, da muss ich nochmal in mein altes Video gucken, weil das. Ich habe mir nur aufgeschrieben, Dervish Quest. Das war nicht. Offensichtlich nicht genug. Ich weiß gar nicht, war ich da vielleicht irgendwie ein bisschen ungehalten aus irgendeinem Grund? Keine Ahnung. Oder das war schon ein Video davor. Da werde ich nicht ungehalten gewesen sein. Okay, keine Ahnung. Also ich muss mal kurz mein altes Video checken. Bis gleich. Okay, also ich habe mal nachgeguckt. Es war Bait a Beast, wollte er. Da fragen wir ihn also mal nach dem Beast. It is said that man is like a caged beast and the beast is like a rumor. It is best to dispel it early. Harik knows the way and I know the where. Like a rumor. Best to dispel it early. Harik knows the way and I know the where. Harik knows the way. Ask about way. Oops. Ask about where. The where is 5 skyrene lengths to the west of Shapir and but 2 lengths north of here. Okay. Where? Oh, God damn it. Where is 5 west of Shapir? Das ist komfortabel. And 2 north of here. Okay. Okay. Und was sollen wir damit machen? War das Bait? Okay, na gut. So, wir wollen jetzt. Wie ist denn das jetzt? Ist jetzt. Oh Gott, wo ist denn jetzt Westen? Wir sind von hier gekommen. Das müsste also Westen sein, obwohl es wie Osten aussieht. Ja, Gottes Willen, das ist. Okay, wir sind ja immer noch. Wir stehen ja immer noch auf dem Kopf. Also, wir sind hier, gehen jetzt nach Westen. So, und was hat er gesagt? 2 north of here. Ich meine, da können wir ja auch einfach. Moment. 5 west of Shapir. Wir sind 3 east. Okay. Okay, da sind wir jetzt 2 east. Ein east. Zero East. Hier würde ich sagen, speichern wir mal. So, jetzt sind wir Zero East von Shapir. Das heißt, wenn wir jetzt, was hat er gesagt?
5 nach Westen gehen, was ja in diesem Fall Osten ist, weil ja, ne, weil Spiel und so weiter und alles doof. Also 5 mal, also 1. Zwei. Ah, fantastisch. Ich liebe diesen Lag. Search Body. Und jetzt habe ich natürlich vergessen zu zählen. Aber ich meine, wir sind... Okay, war das 3? Wir können ja einfach, er hat gesagt, wir müssen nach Norden von ihm aus gesehen. Das heißt, da wir aber noch umgedreht sind, müssen wir nach Süden. Das ist 1. Und noch 1. So. Jetzt hat sie es wieder umgedreht. Das heißt, wir müssen jetzt, wenn wir weiter nach Westen wollen, nicht mehr nach hier gehen, sondern jetzt nach hier. Ich hatte erwähnt, dass ich das total doof finde. Ich glaube, ein paar Mal. Alles ist toll. So. 3 oder 4. 4 oder 5. 5 offensichtlich noch nicht. Hier müsste es jetzt sein, theoretisch. Okay. Okay, ich kann nicht mal Escape andrücken. Ich drücke die ganze Zeit E. Jetzt ist das Spiel mal in der Lage, aber das hat wenig Sinn. Also Restore. So, jetzt hier sind wir bei 0. Wenn wir... Okay. Also wenn wir, so holen wir erstmal unser Ding wieder hier. So. So, wenn wir jetzt einfach, wir sind, das heißt, wir müssen jetzt noch nach Süden, um nach Norden zu gehen. Jetzt gehen wir erstmal zur Stadt zurück. Mal gucken, ist wahrscheinlich einfach besser, wenn wir von der Stadt aus 5 Schritte nach Westen machen, weil da ist es ja noch nicht umgedreht. Und dann einfach nach Süden marschieren, bis wir nördlich von der Oase ankommen. Das scheint mir das Zielführendste zu sein. Außerdem müssen wir ja eh den Kollegen Harik fragen. Okay, das zumindest hat funktioniert, das ist schon mal gut. Ja, du geh da hin, Mensch. Weil ich meine, solange ich nicht weiß, was ich da machen soll, und wenn er den Way kennt, dann werden wir da so wie, ja. Dismount. And worse to defeat the thing of air here, again the citizens, yeah. Danke. Kann ich jetzt auf meine Karte gucken? Danke. Du bist Harik, ne? Ich glaube.
So, ask about. Oh nee. Ask about Beast. It is not in my particular. Okay, ask about Way. Ask about rumor. Then the teeth of a dragon are very useful for components, but I have never been fortunate enough to find any. Okay, nicht hilfreich. Caged Beast. Cage vielleicht? Okay. Harik knows the way. Dispel. 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 Fuck it. Bist du nicht? Kennst du echt nicht mit das? Okay. Ich meine, auf Where gehst du dann wahrscheinlich auch nicht ein, ne? Ja. Okay, das hat uns also überhaupt nichts gebracht. Mid Afternoon. Na gut, dann wollen wir mal gucken, ob wir das Where noch finden. Weil ich meine, wir haben ja jetzt gerade nichts zu tun. So, also was habe ich gedacht? 5 nach Westen und dann einfach immer nach Süden gehen. Dann müssen wir da irgendwann hinkommen. Und hier ist Westen ja auch nach Westen. Also 1. Zwei. Drei. Vier. Das war. Ich meine, wir haben gerade Punkte gekriegt. Sind wir hier schon? Das sind. Obwohl, ja, 4. 5 West of Shapir. Wenn Shapir das. Also technisch gesehen sind wir erst 4, aber offensichtlich sind wir 2 nördlich da. Das kann doch nicht sein. Nee, das stimmt nicht. Okay, gucken wir uns mal um hier. Nee, wir sind noch nicht weit genug. Wir müssen noch einen weiter. You see a sheer cliff on the mountains begin. Stark against the brilliant blue of the sky. And a ledge jutting out from the cliff. A griffin seems to have made a nest. Okay, also griffin. Ich meine, das ist ein Biest. Nest. 4 West. Shapir. Some debris has fallen from the nest. Ich meine, wenn ich hier nichts mache, kann ich hier einfach dran vorbeigehen? Lalalalalala. Kann ich, okay. Mit dir müssen wir bestimmt irgendwas machen. So, bist du. Nee, du kannst nicht das Biest. Wir sind auch, vor allem, wir sind viel zu weit im Norden. Wir können nicht. Der Derwisch war 5 südlich. Das heißt, wir müssen mindestens 3. Nee, wir müssen genau 3 nach Süden gehen. Wenn das Ding 2 nördlich davon war. Das heißt, hier müssen wir jetzt 3 nach Süden. Also das war was anderes. Ja, hier. Oder vielleicht war es das doch.
Okay. Ich sehe ja kein Biest. Ich kann mich verlaufen haben, es könnte auch, okay, kein Biest. Halt, 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 Persian Golf. Golf ist das. Okay. Okay, Persian Golfer. Ich glaube, das war einfach nur ein Spaß, dass der da quasi hier in einer Sandtrap gelandet ist. Und, nicht wahr? Ist ja alles Sand hier. Haha, lustig. Golf und so. Ich nehme an, das ist der Witz. Okay. Ich lache im Moment eher innerlich. Okay. Keine Okay. Können wir mit dir reden? Guten Tag. Screech, Chirpy, Caw, Peeps, Squawky, Squawker. Murph the Griffin. Hallo, Murph. Let's see now. Chirpy is the first person indicative. Ich glaube, das soll auch ein Witz sein. No, wait. Caw is a noun form. Well, you think that might have been I have red pencil box. Perhaps you should have paid more attention in Griffin 101. Okay, das ist alles sehr lustig. Okay. Der blöde Skorpion hier noch? Nope. So, da gucken wir mal, was wir hier sehen. Griffin looks like a crossbridge and line. An eagle seems to be sleeping. Okay, ist hier irgendwas? Ja, lass ihn mal schlafen. Okay, ich habe keine Ahnung, was dieses Biest sein soll. Ich weiß nicht, wo es ist, aber ich finde es nicht. Ich weiß nicht, wie Harik uns helfen kann. Natürlich denkbar, dass wir nochmal zum Derwisch zurück müssen. Wie spät ist denn? Sunset Approaches. Das machen wir andermal. Okay, also das war ja so richtig konstruktiv nicht, aber immer ein bisschen. Und wir haben wieder ein bisschen schöne Wüstenbegehung gemacht. Das ist ja aufgrund des Spielkonzeptes immer ein großer Spaß. Deswegen, ich kann mir nicht sicher sein, ob ich mich da nicht einfach grundsätzlich immer verlaufe, aber eigentlich war der Ort richtig, den wir. Keine Ahnung. Vielleicht fragen wir morgen einfach nochmal irgendwen. Harik. Eating good health, ja. Okay, ask about Harik. Charlie Down shakes her head. What? Okay. 5 Minuten.
Okay, also offensichtlich hat Harik ja. Okay. Beast. Huh. Das ist interessant, dass da was anderes ist. Dass du da was anderes sagst. Oder nicht sagst, vielmehr. Fragen wir dich mal nach Harik. Okay. Fragen wir dich mal nach Beast. Okay. Gut, da würde ich sagen, gehen wir ins Bett und legen uns schön hin und schlafen schön. So, da würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir hier dann weiter. Wir haben jetzt Tag 10 und guck mal, was wir da noch so bestellen können. Okay, vielleicht fällt mir bis dahin ja auch irgendwas ein, was wir mit diesem Derwischding machen. Wir könnten vielleicht nochmal den Keeper und Luffin fragen. Vielleicht mal den mal nach Beast fragen. Das schreibe ich mir mal auf. Luffin. Beast. Okay. Ja, und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Also, bis dahin. Tschüss.